Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Ich habe ein weiteres Rezensionsexemplar für euch, das ich euch gerne vorstellen möchte. Und irgendwie habe ich gerade absolut Glück mit meinen Rezensionsexemplaren, denn ich feiere die Bücher. Ihr wisst jetzt schon mal gespoilert meine Meinung zu diesem Buch, denn ich hatte wirklich Glück. Und zwar rede ich von Kim Lock, Weißt du, warum ich tot bin? Das Ganze kostet 9,99 € und es hat 398 Seiten, die einfach wegfliegen, als wären sie gar nicht so viele Seiten. Es geht hier um Fairly Winter und sie bekommt einen Brief von ihrer besten Freundin Jenna, den sie aber übersieht, nicht liest. Und kurz darauf kommt eine Nachricht, dass Jenna sich umgebracht hat. Sie wurde leblos in der Badewanne gefunden mit aufgeschnittenen Pulsadern. Und Fairly möchte jetzt herausfinden, warum Jenna das getan hat, was sie getan hat, denn es spielt nichts darauf. Sie war schon teilweise unglücklich, aber wer ein bisschen unglücklich ist, wird nicht zwangsläufig Selbstmord begehen. Und Fairly kann es jetzt nicht lassen, herauszufinden, was denn da passiert ist. Sie fängt an nachzustöbern und was sie herausfindet, ist wirklich schockierend. Ja, das, was ihr herausfindet, müsst ihr natürlich selber lesen. Ich fand dieses Buch, wie gesagt, grandios. Ich bin durchgerusht durch die Seiten. Ich hätte es am liebsten in einer Nacht durchgelesen, wenn ich nicht zwischendurch mal schlafen müsste. Ich habe es sofort in die Hand genommen, sobald ich es konnte. Ich war so von diesem Buch gesogen. Denn das Buch wird erzählt in Rückblenden, in Briefen, in der heutigen Zeit, in Anspielungen auf Sachen, die noch kommen werden. Es ist so mega spannend und von Moment zu Moment, wenn man gerade was rausfindet, was einen total sprachlos macht, gibt es dann halt eben einen Cut und dann spielt es wieder in einer ganz anderen Stelle und man denkt sich so, ich will jetzt weiterlesen, weil ich muss weiterlesen, was in der Rückblende weitergeht. Und ja, und so ging es mir halt wirklich das ganze Buch über. Die Charaktere sind total gut ausgearbeitet. Es ist so, dass man wirklich die Personen, die Gefühle von den Personen wahrnimmt, diese Verzweiflung, die die Trauer, die Wut, alles spürt man beim Lesen. Man hat verschiedene Theorien, wenn man halt so Brückchen hingeworfen bekommt, bildet man sich seine eigenen Theorien, was denn da vorgefallen ist. Teilweise möchte man die Personen schütteln und sagen, wach doch auf, sieh doch, was vor deiner Nase ist. Und ich finde es besonders schlimm, das fand ich ja damals auch in der Serie, dieses 13 Reasons Why, weil man ja schon weiß, dass Jenna tot ist. Also man kann halt praktisch nicht ihr noch helfen, sie noch retten. Und oftmals liest man dann und denkt sich so, mein Gott, hätte nur eine Person irgendwie mehr Aufmerksamkeit gegeben. Wäre eine Person aufmerksamer gewesen gegenüber den Anzeichen, die da waren, dann hätte man vieles verhindern können. Und ja, ich fand es einfach nur gut. Ihr seht es, wie ich davon schwärme. Es ist auf jeden Fall ein Buch, das ich jedem empfehle, der gerne so ein bisschen Romane liest mit einem psychologischen Tiefgang. Denn hier wird auch sehr, sehr viel über die Psyche berichtet, inwiefern man mit bestimmten Situationen umgeht, wie Abhängigkeit entstehen kann, wie Trauer, Wut und Verzweiflung und was sie uns treiben können. Und finde ich einfach toll. Ich finde es einfach toll. Ich finde, das sollte ein Roman mit Psychologie oder irgendwas draufstehen, denn ich finde, die Autorin hat es sehr, sehr, sehr gut wiedergespiegelt, diese Situationen, diese Verzweiflungen, die in einem passieren. Und ich fand es super, dass das Ganze aus der autorialen Sichtweise erzählt wurde. Dadurch konnten wir viel, viel mehr wahrnehmen, uns viel mehr erzählt bekommen, weil halt eben nicht einfach nur auf eine Person geswitcht wurde. Auch wenn es hauptsächlich um eine Person immer in den einzelnen Kapiteln dreht, ist es trotzdem so, dass man vieles mitbekommt. Und ich fand das super. Ich fand das Buch super. Und
Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, tut es. Ich werde nicht für meine Meinung bezahlt, dass ich jetzt Positives über das Buch sage. Ich habe einfach echt Glück im Moment mit meinen Rezensionsexemplaren, dass die einfach so, so toll sind, die Bücher. Und ja, ich finde es super. Wenn ihr es schon gelesen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es euch mit diesem Buch ging. Ich hatte eine Menge Wut, Trauer und Verzweiflung in mir gespürt während des Lesens, und sowas liebe ich ja, wenn das Buch es schafft, dass man selber dieses Gefühl spürt irgendwie und man selber so ein bisschen verzweifelt und sprachlos zurückbleibt. Und ja, ich kann es euch echt empfehlen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es schon kennt, und setzt es auf eure Wunschliste, denn es ist wirklich, wirklich toll. Und das war's auch schon wieder zu dieser Rezension. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ihr mögt. Macht's gut. Bis dann.